Ben Stiller, help me. No, Peter. I heard what you said about my movies. How'd you hear? Hello? Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der besten Reaktionen von Prominenten auf Family Guy Parodien auf. Me being under Stewie's bed or something like that? And I'm smoking a cigarette or something? Is that what you're talking about? In dieser Liste sehen wir uns bekannte Persönlichkeiten an, die auf die Karikaturen von sich selbst und ihrer Arbeit in dieser Zeichentrickserie reagiert haben. Welche Family Guy Karikatur von Prominenten hat euch am meisten zum Lachen gebracht? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10, James Woods. Ooh, a piece of candy. 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 Man, I hope that's James Woods, because if it's me under there again, I'm gonna be really pissed off. Während viele Family Guy Karikaturen einen Imitator benötigen, hat sich James Woods bei zahlreichen Gelegenheiten selbst eingesprochen. Woods fühlte sich geschmeichelt, als die Schule der Serie James Woods High genannt wurde und ebnete so den Weg für seinen Gastauftritt. Obwohl er als exzentrischer Antagonist dargestellt wird, der die Griffins quält, sagte Woods 2015 in einem Interview, dass er es genießt, sich über sich selbst lustig zu machen, und zwar so sehr, dass er keine Entschädigung verlangt. Funny thing, because I just really enjoy making fun of myself, because it's just, you know, everybody else is gonna do it, I might as well join in. 3 Jahre später twitterte der zunehmend umstrittene Woods jedoch, dass er eine Family Guy Episode wegen ihres antikonservativen Charakters ablehnte. Woods hat sich seit 2016 nicht mehr selbst geäußert, während die Schule zur Adam West High wurde. Obwohl seine Family Guy Zeit wahrscheinlich vorbei ist, würden wir gerne die unveröffentlichten Aufnahmesessions zwischen Woods und Seth MacFarlane hören. What were some of the things you were saying? Oh, I could. I said, burn those tapes. No, I mean, we make more fun of ourselves than anybody else. Nummer 9, Willem Dafoe. Wir würden lieber einen bösen Affen in unserem Schrank als einen grünen Kobalt unter unserem Bett haben. In einem kurzen Gag erinnert sich Dewey daran, wie Willem Dafoe früher unter seinem Bettchen wohnte. I used to have a Willem Dafoe living under my bed. Hey, you asleep yet? No? Just checking. Gesprochen von David Anthony Pizzuto, steckt Dafoe seinen Kopf unter dem Kinderbett hervor und wartet darauf, dass Dewey einschläft. Der Oscar-nominierte Schauspieler raucht eine Zigarette, um sich die Zeit zu vertreiben, und schlüpft wieder unters Bett. Wo genau gehen seine Beine hin? Obwohl Dafoe Family Guy nicht kannte, sagt ihm jemand, er solle sich den Clip auf YouTube ansehen. It's weird. I mean, I don't know the show, but I know some people really love it. Dafoe fand es komisch, aber er fand den Cameo auch ziemlich cool und hat darüber gelacht. Wenn jetzt nur noch Joe lernen könnte, Willems Namen richtig auszusprechen. Yeah, I just love William Dafoe. It's not William, it's Willem. Yeah, that's what I said, William. He was in Spider-Man with Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Nummer 8, Robbie Krieger. So, have you ever watched The Family Guy? Do you watch that show? A little bit. Little bit. Did you ever see the, they did a little parody scene of the Doors movie. I don't know if you ever saw it. No, I never saw that. All right, well, hit play. We'll see what you think. Peter ist ein lausiger Lehrer, aber er gibt Chris und Meg eine verblüffende Lektion in Film- und Musikgeschichte. Auf einem Peyote-Trip in der Wüste zollen Peter und seine beiden ältesten Kinder Oliver Stones Musikbiopic The Doors aus dem Jahr 1991 Tribut. But first I must inhale. And again. Let's go to the Hollywood Hills and kill a bunch of people. Während Robbie Krieger mit Family Guy vage vertraut war, war die Doors-Parodie dem Gitarristen der Band entgangen. Fast ein Jahrzehnt nach der Erstausstrahlung der Folge drehte Krieger ein Reaktionsvideo für den YouTube-Kanal von The Doors. Darin ist Krieger lächelnd und kichernd zu sehen. Er lacht sogar über Peters letzten Satz, der auf die Manson-Familie anspielt. Obwohl er sich scheinbar darüber amüsiert, behauptet Krieger, dass die Doors in der Wüste keinen Peyote genommen haben, zumindest nicht alle zusammen. Now you guys never actually went to the desert, right? You never did peyote in the desert? Not as a foursome, no. Okay. Nummer 7, Gal Gadot. Wir können nicht behaupten, dass Gal Gadots Imagine-Video das Schlimmste war, was im März 2020 herauskam, aber das, was die Menschheit erheben sollte, hat nur zu Lachen und Ohrfeigen geführt. Imagine there's no heaven. 1,5 Jahre nachdem Gadot mit ihren Mitstreitern gesungen hatte, kommentierte Family Guy das erschreckende Video. Stewie ermutigt die Leute, sich impfen zu lassen, und merkt an, dass eine weitere Variante zu einem weiteren Lockdown führen könnte, was wiederum zu mehr Gadots Gesang führen könnte. If the virus is allowed to spread through an unvaccinated population, it could mutate into a variant that the vaccines might not protect against. And then we're right back where we started. Gal Gadot singing Imagine. We cannot let that happen. Gadot hat zugegeben, dass ihr gut gemeintes Video fehlgeschlagen ist, und hat gelernt, darüber zu lachen.
Sie teilte die Family Guy PSA auf Twitter und schrieb: Ich verspreche, dass ich das nie wieder tun werde, wenn ihr euch impfen lasst. Gadot ermutigte ihre Follower sogar, sich das ganze Video anzusehen. Der offizielle Twitter-Account von Family Guy antwortete: Da du geimpft bist, verzeihen wir dir. Well, you know, I just realized this is like one of those schoolhouse rocks. Except, you know, without the rock. Yeah, it's like school. Way to end strong, Brian. Nummer 6. Sarah Palin. So what do your parents do? That's better. My dad is an accountant and my mom is the former governor of Alaska. Als Chris mit einer jungen Frau mit Down-Syndrom namens Ellen ausgeht, erwähnt sie, dass ihre Mutter die ehemalige Gouverneurin von Alaska ist. Das ist eine klare Anspielung auf Sarah Palin, die einen Sohn mit Down-Syndrom hat, der zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge etwa 2 Jahre alt war. Auf Facebook bezeichnete Bristol Palin Family Guy als einen besonders erbärmlichen Cartoon und nannte die Macher herzlose Idioten. Sarah Palin äußerte sich in der Sendung The O'Reilly Factor ähnlich kritisch und nannte sie grausame, kaltherzige Menschen. Those in the special needs community truly are some of the most loving and compassionate people in the world. So why pile it on to them and make their lives even there's that no much more challenging? Yeah, there's so no she said it best. McFarlane erörterte die Kontroverse in der Sendung Bill Maher und wies darauf hin, dass Andrea Frey Friedman, die Ellen verkörperte und das Down-Syndrom hat, eine Erklärung abgab, in der sie sagte, dass der Witz an Palin und nicht an ihren Sohn gerichtet war. Friedman fügte hinzu: Ich schätze, die ehemalige Gouverneurin Palin hat keinen Sinn für Humor. What Sarah Palin I think was doing was coming out and saying, I'm here to defend you. Right. And what Andrea, the actress, had said was, you know, this is, I don't need this. I love my life. I'm very happy. Nummer 5. Marlee Matlin. Marlee Matlin ist Oscar-Preisträgerin und eine Inspiration für gehörlose Darstellerinnen und Darsteller auf der ganzen Welt. Sie wurde mehrfach in Family Guy parodiert. Come on, Marley. I know you can't hear them, but you gotta feel those things slapping out of there. Madeline vernachlässigt nicht nur ihre Fürze, wenn sie an Stewie vorbeigeht, sondern hat auch Schwierigkeiten, Kinokarten per Telefon zu buchen. Please say the name of the movie you'd like to see now. The Last Mimty. You have selected 300. Während Alex Borstein ihr seine Stimme leiht, soll sich Madelines Agent gemeldet und gefragt haben, warum sie nicht den echten Madeline engagiert haben. Borstein und Madeline standen sich später in der Seth and Alex Almost Live Comedy Show gegenüber. Madeline kritisiert scherzhaft Borsteins Nachahmung und bringt ihr eine anzügliche Zeichensprache bei. You wanna learn some savvy equipment? Yeah. Hinter den Kulissen verteidigte Matt in die verschiedenen Parodien ihrer Person mit den folgenden Worten: Der Tag, an dem wir den Humor zensieren, ist sicher ein trauriger Tag. Alles, was ich sagen kann, ist: Macht euch locker, Leute. Madeline bekam schließlich auch eine Rolle in Family Guy, wo sie Stella verkörperte. Nice to meet you. Well, what is this? We doing a new secret handshake now? No, Griffin, she's deaf. Oh. Can she read lips? Yes, I can. So, if I do this, I can talk about what a sweet rack she has? Yes, but try not to make a boob-honking gesture with your other hand while you're saying it. Nummer 4. Ein Publikum von Prominenten. Stewie und Brian haben die Primetime Emmys 2007 mit einer musikalischen Hommage an das Fernsehen eingeleitet. Genauer gesagt, dem ganzen Müll im Fernsehen. CBS was once a network that was reverent and clean, but today they've got some shows that are remarkably obscene. Like the show about a little boy who lives with Charlie Sheen. Das Lied ist auf die Melodie von The FCC Song gesetzt, die bereits von der Showmelodie Volunteers Fireman Picnic übernommen wurde. ABC has got a lineup that's refreshing and alive, with its hits like Desperate Housewives just continuing to thrive. And those women look sensational for being 65. In dem Song bezieht sich das Duo auf die überraschend gruselige Prämisse von Two and a Half Men, das Alter der Desperate Housewives Darsteller und Isaiah Washingtons Entlassung aus Grey's Anatomy. Während Washington nicht anwesend war, befand sich T.R. Knight in der Menge. Now the Peacock's having trouble simply staying in the race, so I hear they're bringing Seinfeld back to save a little face. And I hear Isaiah Washington is taking Kramer's place. Die Kamera schneidet auf die Reaktionen im Publikum, wo Charlie Sheen, Terry Hatcher, Felicity Huffman, Eva Longoria, Marcia Cross, James Gandolfini und Eddie Falco mitlachen. Ihr letzter Scherz geht auf Kosten von The Sopranos. Now The Sopranos is a show I'd recommend. Because you never know just how it's gonna. Nummer 3. Adrian Brody. Die Premiere von Staffel 9 war kurz, aber brutal und nahm die Star Power des Oscar-Preisträgers aufs Korn. Just for that, when the movie of this story comes out, I'm gonna make sure Adrian Brody plays you.
I guess that means you don't want anyone to see it. Okay, alright. Aber hey, das ist nicht wahr, Tom. Das Haus ist voll, als Max sich den 3D-Film ansieht, in dem Mr. Body Sit-Ups macht. Natürlich wird der 3D-Film ein bisschen zu realistisch, wenn Brodys Nase aus der Leinwand ragt. One. Two. Obwohl er sich über ihn lustig machte, ließ McFarlane Brody auf seiner Party wissen, dass er ein Fan des Films Splice ist. Während McFarlane die Vergangenheit ruhen lassen wollte, konnte Brody nicht umhin, sich über den Spot zu ärgern. McFarlane ging nicht weiter ins Detail, aber offenbar gab es harte Gefühle. I said, like, hey, I really like Splice, I hope there's no hard feelings. And essentially the upshot was, well, there are. Es ist auch erwähnenswert, dass Family Guy nicht der einzige McFarlane-Cartoon ist, der sich auch über Brody lustig gemacht hat. Hello, beautiful. How'd you get so beautiful? How'd you get that sunshine in your smile? Nummer 2, George Lucas. Oh, sorry, this is my joke lightsaber. It's cute, right? Okay, for real now. Obwohl Family Guy und Star Wars Fox gemeinsam haben, nun ja, also jetzt Disney, hätten McFarlane und Co. Blue Harvest wahrscheinlich nicht ohne den Segen von Lucasfilm produziert. Trotz der Genehmigung hatte McFarlane nicht das beste Gefühl, als sie die Episode George Lucas auf seiner Ranch vorführten. Das Team erwartete fast, dass Lucas sagen würde, weißt du was, wir können nicht zulassen, dass das gesendet wird. Zu ihrer Erleichterung hat Lucas ein paar Mal gelacht und damit seine Zustimmung bekräftigt. I got him! I got him! Right, kid, don't get penis-y! Bei der zweiten Star Wars Parodie war Lucas mit einem bestimmten Wort mit 4 Buchstaben und einigen anderen dunklen Witzen nicht einverstanden, aber er hat schließlich zugestimmt. I love you. Mit der Veröffentlichung der dritten Star Wars Parodie sagt McFarlane, sie erlauben nicht alles, aber sie erlauben eine Menge. Sie erlauben Family Guy, Family Guy zu sein. Wow, there are all kind of manner of crazy monsters in here. Yeah, and they added even more for the special edition. Hey, what are you guys doing here? Bevor wir unsere Nummer 1 enthüllen, gibt es hier noch einige lobenswerte Erwähnungen. Jodie Sweetin, der Full House Star, war begeistert, geehrt und fand es anscheinend nicht unhöflich. Are you guys in there? Peter, I need a taste. Oh my god, it's Jodie Sweetin. Quick, everyone lie on the floor. Peter, come on. Cardi B. Der Beweis, dass die Rapperin nicht irrelevant ist. Cardi B tweeted something and I retweeted it with this, 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 this. Wow, that is some top shelf journalism. Jonathan Lipnicki. Der Jerry Maguire Darsteller sagte, ich fühle mich geehrt, dass man sich in der Show über mich lustig gemacht hat. Forget about yourself for a second, Carter. Look what has happened to Jonathan Lipnicki. Oh, yeah. No, you're right. You should probably take care of that. I'll be here. Rachel Bloom. Sie sagte, haha, lustig, aber sie konnte die männliche Herablassung schmecken. So, a crazy ex-girlfriend sings this hilarious song. Uh-huh. It's all about how she's having her period, but the other guy she wanted to impress, the one who created the social media app, he walks in while she's singing, so now he's not into her either. Alyssa Milano. Technisch gesehen Teil eines Stücks, aber wir sind sicher, dass viele Promis davon träumen, dies zu tun. Hey, since I became president, profits have been higher than Alyssa Milano. What kind of cheap shot, Joe? I'm suing, I'm on it. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1, Carol Burnett. Einige Prominente lachen über die Family Guy Parodien, aber die legendäre Komikerin Carol Burnett ist eine der wenigen, die tatsächlich geklagt haben. In Quagmires Lieblingsladen ist Burnetts Figur Charwoman aus ihrer Sketchshow zu sehen. Obwohl sie nur kurz auf dem Bildschirm zu sehen ist und zahmer ist als andere Family Guy Karikaturen, argumentiert Burnett, dass Fox gegen das Urheberrecht verstoßen und ihre Werberechte verletzt habe. Quellen berichteten, dass Burnett zwischen 2 und 6 Millionen Dollar Schadenersatz forderte. Richter Dean Pragerson wies die Klage schließlich ab und berief sich dabei auf den ersten Verfassungszusatz als Ass im Ärmel von Family Guy. Pragerson sagte jedoch, dass er voll und ganz versteht, wie geschmacklos und beleidigend der Beitrag für Frau Burnett ist. Hey, sie ist besser davon gekommen als Jimmy Fallon. And this is for laughing and looking at the camera during every sketch you've ever been in. Who do you think you are, Carol Burnett? You think because she did it, it's okay for you? You haven't earned what she's earned, buddy. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.